Oh, so, erstmal hier auf die kleine Insel kommen. So, ganz entspannt. Endlich eine Insel gefunden. Meine Güte. Diese Insel ist aber ganz schön komisch. Hat irgendwie so am Ende so irgendwas Flossenartiges dran. Okay, sieht aber in Ordnung aus. Ich glaube, wir können hier bestimmt übernachten. Okay. Was ist denn mit dieser Insel los? Hey, was geht denn hier ab? Entschuldigung? Hey! Was ist denn mit dieser Insel los? Ist diese Insel etwa... Oh, oh, ein riesiger Block! War ein Spaß, Leute. Der hat mich nicht gefressen. Ich bin noch am Leben. Guten Tag. So, willkommen wieder zurück zu Teardown. Mit eurem Roman Romanski. Guten Tag. Und das hier ist tatsächlich sogar eine Flosse. Und zwar könnt ihr die sogar hier hinten lang nehmen. Und dann kann man hier den ganzen Blob mal herausholen. Das, meine werten Damen und Herren, ist tatsächlich ein Blob. Blob hier in Teardown, ein Fabelwesen, was es tatsächlich schon länger gibt. Und es gibt sehr viele Bilder von Blob online im Internet, die tatsächlich schon vor Teardown dieses Fabelwesen behandelt haben. Und wenn man da mal hineinsieht, ist das tatsächlich ein Tier mit einem walähnlichen Körper und einem riesigen Mund. Und wenn man hier hineingeht in diesen riesigen Mund, kann man tatsächlich ein bisschen in seinem Körper abhängen. Oh yeah. Und ja, was soll ich sagen? Das ist schon so ein sehr, sehr gefährlicher kleiner Freund. Und deswegen gucken wir, was kann dieser gefährliche Freund tatsächlich essen? Deswegen checken wir mal aus, wie die Lage aussieht, wenn wir tatsächlich so ein Holzboot mal gegen einen Blob antreten lassen. Also, checken wir mal einfach aus, wenn wir hier so ein bisschen rückwärts fahren, ob wir vielleicht einfach mal in den Mund von diesem Blob mit unserem Motorspeedboot hier reinfahren können. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Sache. Wir probieren es einfach mal aus. Es ist das kleinste Boot, was ich gerade da habe. Und wir fahren hier in diese Tiefgarage jetzt rein. Und niemals! Oh, unser Boot ist komplett kaputt. Okay, wir können es nicht mal mehr fahren. Oh nein! Blob hat tatsächlich das gesamte Boot aufgegessen. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Ein bisschen verdauen. Schau sich das an. Oh, Blob hat sich durch das Essen tatsächlich ein bisschen den Mund verletzt. Wisst ihr, woran mich das erinnert, Leute? Das ist genau das Gleiche, wie wenn man eine viel zu heiße Pizza gegessen hat und sich dann den Gaumen oben verbrannt hat. So muss er sich wahrscheinlich gerade fühlen. So, schauen wir mal, wie es damit aussieht. Ob er damit tatsächlich auch einfach so klarkommt. Deswegen fahren wir hier einfach mal eine ganz entspannte kleine Runde. Oh yeah, ein bisschen im Rückwärtsgang und fahren jetzt richtig mit Tempo einfach mal in den Blob hinein und wir gucken mal, ob unsere Vehicle Condition unten tatsächlich bis nach ganz unten geht und ob der Blob stärker ist als unser wunderbarer, interessanter Yachtwagen, den wir hier haben. Passen wir überhaupt in den Mund rein? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich glaube, wir passen sogar rein. Oh, what? Oh mein Gott! Okay, man bleibt circa ab der Mitte hängen. Mal gucken aber, ob der Blob tatsächlich das Boot sogar schlucken kann. Das heißt, wir nehmen ihn mal. Oh, wow, wow, wow. Oh! Okay. Da fliegt unser Boot. Okay. Warte mal. Oh, er hat sich jetzt doch noch mal ein bisschen mehr verletzt. Der ist auf jeden Fall im Mund überall so ein bisschen verletzt. Das ist natürlich nicht so nice. Aber wir probieren jetzt mal mit einem noch größeren Boot da in den Mund reinzufahren. Das ist so dumm. Okay, wir checken das mal aus. Das ist jetzt gerade das größte Boot, was ich anzubieten habe. Es ist das Patrouillenboot. Das Patrouillenboot an sich kann man dementsprechend hier unten, glaube ich, irgendwo betreten, ne? Oh, das habe ich nicht gewollt. Ah ja, guck mal, da geht die Tür auf. Da kann man hier tatsächlich in den Fahrersitz reingehen. Und dann hat man tatsächlich hier die Möglichkeit, dieses Boot zu fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht eine Nummer zu groß ist für diesen guten alten Blob. Aber wir probieren es mal aus und geben mal Vollgas. Hinten kommt tatsächlich der Rauch raus. Wir gehen tatsächlich mit Vollgas in diese Geschichte rein. Das Patrouillenboot selber ist nicht sehr schnell. Aber wir fahren jetzt einfach mal komplett in den Blob rein. Und checken mal aus, ob der Blob tatsächlich ein Patrouillenboot aufessen kann oder nicht. Wir legen los. Oh! Okay.
Oh, es fährt schon immer weiter rein, unsere Vehicle Condition. Oh, oh, der Blob. Der Blob macht uns richtig viel Schaden, ne? Niemals. Er isst wirklich gerade das Boot auf, Leute. Er hat's einfach aufgegessen. No way. Schaut euch das mal an. Er hat's wirklich aufgegessen. Nein, er hat es natürlich nicht ganz in den Mund reinbekommen, aber das Boot ist einfach wirklich in ihm einfach versunken. Was geht denn da ab? Oh nein. Was wir natürlich noch versuchen könnten, ne, ist vielleicht sogar mal ihn so nach oben springen zu lassen, ne? So als ob das so wie in so einem Spielfilm wäre und ihm dann sozusagen oben rein so ein richtig großes Boot reinzulegen. So, gucken wir mal, ob wir ihm so ein Patrouillenboot wie in so einem Spielfilm so reinlegen können, dass es da so richtig auf ihm drauf liegt. Aha, guckt euch das mal an. Er beißt einfach in dieses Boot einfach hinein. Was ist das denn für ein nices Bild? Ich glaube, wir können ihn trotzdem nochmal angreifen lassen. Ja, wie er von unten dieses Boot jetzt so richtig so komplett kaputt frisst. Oh, wow, wow, das Boot, das arme Boot. Nein! Er hat's komplett durchtrennt. Oh nein! Okay, jetzt müssen wir eigentlich den Blob nur noch zum Zahnarzt fliegen. Ich habe nur irgendwie vergessen, wo er sich hingesetzt hat. Wo saß er denn hier nochmal im Flugzeug? Blob? Blob? Blob, bist du auf der Toilette? Hä? Wo hat sich Blob denn wohin gesetzt? Blob, bist du draußen? Irgendwie, Leute, weiß ich nicht so ganz, wo er hin ist. Er hat eigentlich gesagt, er geht kurz auf Toilette. Ich kann ihn aber auch draußen nicht sehen. Und noch sind wir auch nicht abgestürzt oder so. Deswegen, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mache. Ich glaube, oh, nee, oder? Ist er auf dem Flügel draußen? Nö. Ist er da? Nö. Ich weiß, was ich mache. Ich frage jetzt einfach mal den Piloten. Der Pilot weiß doch sowieso immer, wo alle Passagiere sind. In der First Class ist er auch nicht. Hallo? So, einmal beim Piloten anklopfen. Piloten? Hey, ihr? Hier ist ja niemand. Och, Mann. Wo soll er denn nur sein? Oh, ich weiß nicht, wo er ist. Wo soll er denn nur... Hey, da draußen ist ja was. Blob fliegt da einfach herum. Hey, Blob, Mann! Blob? Hey, komm auf jeden Fall hier wieder her! Du sollst nicht zu nahe kommen, okay? So, Blob, wir fliegen jetzt zum Zahnarzt, okay? Ah! What the fish? Oh mein Gott, es ist ein Blob! Wow! What the fish? Das war gerade unglaublich! Blob ist tatsächlich am Angriff von diesem Flugzeug dran! Oh, what the fish? Blob, hör auf! Blob, hör auf, das sind die Triebwerke, die... Oh nein, Blob hat gerade die Triebwerke von dem Flugzeug aufgefressen. Oh, er frisst das ganze Flugzeug auf. Wow, niemals. What the fishery do? Wow, er ist unglaublich drauf. Wow, wow, wow. Blob, du musst dich beruhigen. Oh, ganz ruhig, okay. Oh, okay. Ganz ruhig, Blobby. Blobby, ganz ruhig, okay? So. Ich glaube, er... Oh, jui. Wo ist der denn die ganze Zeit? Er kommt die ganze Zeit immer wieder zurück und beißt uns wieder. Was ist hier los? Nein. Okay. Ah, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich damit jetzt agieren soll. Blob, setz dich jetzt an deinen Flugplatz hin. Oh nein. Okay, Leute. Oh, okay. Ich glaube, wir haben einen Mayday. Okay, Blob, wir stürzen ab. Aufpassen, Blob. Aua. Sag mal... Wie kann dieses Flugzeug eigentlich immer noch fliegen? Das geht doch gar nicht. Was geht denn da ab? Das Flugzeug fliegt einfach so weiter. Das hat nicht mal mehr ein Triebwerk. Okay, Leute. Ich glaube, Blob hat mir den ganzen Flug und alles ein bisschen fertig gemacht. Oh, ciao, Blob. Okay, damit ist wahrscheinlich die Folge zu Ende. Ich laufe jetzt so lange bis zur nächsten Stadt. Was soll ich denn bloß machen? Oh Mann, immer diese Blobs.